Die Region Westfalen. Was sind ihre Sehenswürdigkeiten? Hubert Tschonger hat sich bereits in den 1920er Jahren aufgemacht und das relativ neue Medium Film genutzt, um die Landmarken Westfalens in die Kinosäle der Städte zu bringen. Unsere Reise durch das schöne Westfalen neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss führt uns Filmemacher Hubert Tschonger durch den Teutoburger Wald und das Weserbergland. Dabei bringt er uns Landschaften und Sehenswürdigkeiten näher. Ausgangspunkt ist interessanterweise Osnabrück, das politisch gar nicht zur preußischen Provinz Westfalen gehörte, aber als historischer Teil der Region galt. Mit seiner 35mm Kamera legt Tschonger seinen Fokus nicht nur auf Gebäude und Kulturdenkmäler, sondern auch auf Naturschätze. So zum Beispiel die Externsteine bei Horn. Aber auch die vielen Heilbäder werden als Kur- und Erholungsorte präsentiert. Zum Abschluss folgt ein Abstecher zum Hermannsdenkmal bei Detmold, das übrigens als national aufgeladenes Monument in der Weimarer Republik zwischen radikalen und demokratischen Strömungen sehr umkämpft war. Langgestreckt erhebt sich aus dem nordwestdeutschen Flachland der Teutoburger Wald. Sage und Geschichte leben in seinen Wäldern und Schluchten. Sein Eingangstor im Norden ist das alte Osnabrück. Wittischanze, Bierstraße, Herrenteichswald. Die Karlssteine, eine altgermanische Kultstätte bei Osnabrück. In romantischer Lage hängt am Berge die alte Stadt Tecklenburg mit ihrem mächtigen Schlossportal und manchem malerischen Winkel. Auf dem Kamme des Teutoburger Waldes wandern wir gen Bielefeld mit seinem Wahrzeichen, dem Leineweberbrunnen. Bielefelder Rathaus und Stadttheater. Das Schwimmbad. Auf den Johannesberg hinauf folgt alljährlich Jung und Alt dem historischen Schützenzuge. In Herford, der engeren Heimat Wittekinds, grüßt uns sein Standbild. Hier steht auch das Geburtshaus eines anderen deutschen Helden, Weddigens, des U-Boot-Helden aus dem Weltkriege. Manche landschaftliche Schönheit birgt das Waldgebirge Oerlinghausen. Ein Gruß aus alten, verklungenen Zeiten ist Lemgo. Lippe Detmold, eine wunderschöne Stadt. Hoch ragt das Wahrzeichen des Landes.
Und mahnend ruft der Karusker-Held uns zu: Deutschlands Einigkeit, meine Stärke, Deutschlands Macht. Sagenumwobene Felsen türmen sich auf, die Externsteine bei Horn. Geheimnisvoll spiegeln sie sich im stillen Gewässer. Fleißige Mönche meißelten hinein vor 1000 Jahren ein frommes Bild. Doch die neue Zeit rückt auch hier an die Vergangenheit. Eine Stätte ältester deutscher Kulturgeschichte ist Paderborn. Dessen ehrwürdiger Dom und dessen 300-jähriges Rathaus weit in die Vergangenheit weisen. Von der Wewelsburg, vor 300 Jahren durch die Paderborner Fürstbischöfe erbaut, schauen wir weit in die Täler und weit hinaus zu den Vorbergen des Sauerlandes. Heute winkt die alte Trutzburg der wandernden Jugend als gastliche Herberge. Auf kühnen Bogen überquert bei alten Beken die Eisenbahn das Tal, um bald im Berginneren zu verschwinden. Inmitten der fruchtbaren Warburger Börde das einst so feste Warburg. Noch zeigt es Reste der alten Wehr. Steil auf ragt der ruinengekrönte Desenberg inmitten der Börde. So reich an heilkräftigen Sprudeln ist wohl kaum ein anderes deutsches Gebiet wie der schöne Landstrich um Teutoburger Wald und Weser. In Önhausen, der Bäderstadt ohne Stufen, wirft der mit 42 Meter höchste Sprudel der Erde in jeder Minute 6000 Liter Thermalsohle ans Licht. Aus allen Ländern kommen die Herz-, Nerven- und Gelenkleidenden, um am Quell Heilung zu finden. Im Tal des Flüssleins Salze, unweit Herford, liegt Salzuffeln mit kohlensäurereichen Sohlquellen. Bad Rothenfelde am Südfuße des Teutoburger Waldes, ein Paradies für Kinder. Der hillige Born Pyrmont. Seine Hauptallee sah Kaiser und Könige. Hier wandelten fast alle berühmten Männer des 17. und 18. Jahrhunderts. An vielen anderen Stellen noch entquillt der Segen dem Schoße der Erde.
hinab durch den Nietegau zum Weserstrom. Von fernher grüßen die Rabenklippen. Weserfahrt. Hoch ragt am Sollingrand ein früherer Herrensitz, der Fürstenberg mit alter Porzellanmanufaktur. Vom Kloster Corvey aus drangen in grauer Vorzeit Kultur und Christentum ins deutsche Land. Mit spitzen Giebeln und spruchverziertem Gebälk grüßen in den engen Gassen von Höxter die Zeugen jener Zeit, die Wilhelm Raabe uns in seiner Sperlingsgasse so anheimelnd schildert. Vom Köterberg schauen wir über Tal und Höhen ins Weserland. Und weiter gleiten wir den Strom entlang, vorbei an Hameln, der alten Rattenfängerstadt, und betreten bei Flotow wieder westfälischen Boden. Und weiter rauschend durchbricht der Strom den Bergrücken, die Porta Westfalica. Vom Wittekindberge schweift der Blick nordwärts, wo eingebettet im norddeutschen Flachland Minden, die alte Weserfeste, sich breitet. Nördlich der Stadt überschreitet der Mittellandkanal den Strom. Breit wälzt sich die Weser in schweigende, endlose Weiten. Wir aber gedenken, rückschauend, den Weserstrom des Sängers des Deutschlandliedes, der im Schatten des Domes zu Corvey ruht. Deutschland, Deutschland über alles.